Nächster Redner Gerald Hauser, ebenso FPÖ. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren auf der Regierungsbank, Hohes Haus. Ich denke, gerade im Tourismus ist uns wirklich einiges gelungen, jenseits der bereits heute mehrfach richtigerweise angesprochenen Reduktion der Mehrwertsteuer von 13% auf 10%, jenseits der längst notwendigen Reduktion der Abschreibungsdauer von 40 Jahren in Richtung 25 etc. Das ist ja richtigerweise angesprochen worden. Aber wir haben im Tourismus, denke ich, Meilensteine setzen können. Und die Voraussetzung dafür war schon der Beginn unserer Verhandlungen. Ich denke also hier an unsere Tourismusverhandlungen, die sind kameradschaftlich abgelaufen. Die waren getragen von der Sorge, wirklich für unseren Tourismus einmal etwas Positives zu bewegen und weiterzubringen. Da war nicht die Frage im Vordergrund, na, was bringt uns Blauen was, was bringt der ÖVP etwas. Die einzige Frage, die zu beantworten war, was bringt unseren Tourismus weiter. Und deswegen haben wir was weitergebracht. Und ich bedanke mich bei der ÖVP für die tolle, korrekte Verhandlungsführung. Das Resultat lässt sich sehen. Sein Programm hat es in der Vergangenheit noch nicht gegeben. Und ich möchte deswegen mich auf ein paar Meilensteine beschränken, die wir erreicht haben. Weil heute immer wieder gesprochen worden ist, na, wir haben viel Papier und es steht nichts drinnen. Wenn man das korrekt liest, es steht unglaublich viel drinnen. Und wir haben auch Leuchttürme setzen können. Und ich möchte einige Leuchttürme erwähnen. Wissen Sie noch, geschätzte Kollegen von der SPÖ, wie umfangreich das letzte Regierungsprogramm zum Tourismus war? Ich habe mir das angeschaut. 4 Zeilen bitte. 4 Zeilen Tourismusprogramm im letzten Regierungsprogramm. Da müsste also die ÖVP ganz schön hergeknebelt haben. Also die müsste ganz schön unterdrückt haben, dass die ÖVP bereit war, einem Regierungsprogramm zuzustimmen mit 4 Zeilen. Also unglaublich, wenn man das bei 114 Seiten, wenn man das also hochrechnet auf unsere 179 Seiten, dann sind das 6 Zeilen. Wir haben statt 6 Zeilen 3¼ Seiten zum Tourismus. Das sind also ungefähr 150 Zeilen, 25 Mal mehr. Und da möchte jemand behaupten, wir haben nichts erreicht. Na bitteschön, 150 mal 25 Mal mehr, das zeigt schon den Stellenwert des Tourismus. Der nächste Meilenstein. Kollege Schellhorn hat es herausgestellt. Wir haben in der letzten Periode 4 Jahre im Ausschuss richtigerweise dafür gekämpft, dass Landwirtschaft und Tourismus zusammengehört. Na, das haben wir geschafft. Gott sei Dank. Das ist ja genau diese Synergie auch für den ländlichen Raum. Wichtig für die Wertschöpfung. Wir müssen unsere Produkte, die wir vor Ort produzieren, müssen wir selber vermarkten. Das gibt die Wertschöpfung. Das gibt zusätzliche Verdienstmöglichkeiten. Und das ist das, was der Gast haben will. Und ich gratuliere der Regierung dazu, dass sie diese beiden wichtigen Punkte, nämlich Landwirtschaft und Tourismus, in einem Ministerium zusammengefasst hat. Das ist ein Meilenstein, geschätzte Damen und Herren. Auf das können wir stolz sein. Ich meine, die ganze Welt liebt unseren Charme, unsere Natur, unsere Küche, unsere Hochkultur. Wenn wir diese PS auf den Boden bringen, dann geht der Tourismus ab wie eine Rakete. Und das werden wir schaffen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wir haben eine Gesamttourismusstrategie entwickelt. Über das haben wir jahrelang geredet. Was ist Aufgabe der Österreich-Werbung? Was ist Aufgabe der Landestourismusorganisationen? Ja, hier wird es zukünftig strategische Abstimmungen geben. Es wird Synergien geben. Absolut positiv. Für die Privatvermieter sind das erste Mal in einem Regierungsprogramm vorgekommen. Die kleinen Betriebe, bitte, der Arbeitsplatz zu Hause hat die Wertschätzung endlich bekommen. Ich komme zum Schluss, weil
ich schon gerügt werde, aber wissen Sie, was auch neu ist? Wir haben das erste Mal eine Frau Tourismusminister, die zuständig für den Tourismus ist. Auch das haben wir das erste Mal geschafft. Der Tourismus in weiblicher Hand, das ist ein Meilenstein. Und ich wünsche uns allen und der Bevölkerung damit für den Tourismus alles Gute. Wir werden das Unmögliche möglich machen. Wir schaffen das. Schöne Weihnachten. Gerald Hauser von der FPÖ betont, das Regierungsprogramm enthalte viele Meilensteine.